So, einen schönen guten Morgen. Man kann mich hören, glaube ich. Schönen guten Morgen. Schön, hier zu sein. Vielen Dank, ich sag mal, an Frank für die Einladung. Der ist ja heute Morgen nicht hier. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich glaube, ganz unbekannt sind wir nicht mehr hier. Beate, meine Frau und ich, plus die drei Kinder, die wir haben, sind vor gut 8 Jahren hier nach Ehringen gezogen. Der Grund war ein beruflicher. Ich bin Unternehmer, ich habe mich an der Firma beteiligt, die in Freiburg sitzt, die zwischenzeitlich groß gewachsen ist. Wir haben keine andere Wohnung gefunden damals tatsächlich, das ist der Grund, warum wir in Ehringen gelandet sind. Später haben wir herausgefunden, dass das eine tolle Führung war und wir uns sehr, sehr wohlfühlen hier. Genau, und es ist schön, hier zu sein. Wir sind schon ein paar Mal hier gewesen. Wir hatten das Privileg, mit Conny und Frank hier in den letzten Wochen einen Ehekurs durchzuführen. Meine Frau arbeitet als Seelsorgerin, Paartherapeutin und Coach. Und Ehe ist was, was uns schon ganz lange auf dem Herzen liegt. Und es war sehr, sehr schön, hier mit einigen von euch und einigen aus anderen Gemeinden hier außenrum zusammenzuarbeiten. Ja, heute Morgen soll es um ein Thema gehen, es war ja fast nicht zu übersehen in all den Liedern und Gebeten und Geschichten, danke Friedbert, um Vergebung. Eigentlich ein echter Klassiker, ja? Also wer hat noch nie was von Vergebung gehört, wenn er vom christlichen Glauben gehört hat. Aber ich habe euch ein paar Stellen mitgebracht und ich möchte heute mal den Fokus nicht so sehr auf das legen, was ihr alle kennt, nämlich dass Gott natürlich uns vergibt und den Weg frei gemacht hat und die Grundlage aller Vergebung ist im Tod und der Auferstehung von Jesus am Kreuz, sondern auf einen zweiten Aspekt, der damit ganz eng zusammenhängt. Und ihr kennt es alle, ihr habt es wahrscheinlich hunderte Male gebetet, vielleicht schon tausende Male. Ihr seid ja so eine herrlich durchwachsene Altersstruktur in der Gemeinde, das finde ich ganz toll, ganz wertvoll. Und wir beten alle zusammen, alle Christen auf der ganzen Welt, das Vaterunser. Ich muss mal gucken, dass mein Zeiger auch geht. Und da steht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das ist ein völlig selbstverständlicher Standard, den Jesus hier setzt als das Standardgebet. Ja, Gott, wir brauchen deine Vergebung und wir kriegen die in dem Maß, wie wir selber auch vergeben. Und ich glaube, der erste Teil ist viel bekannter als der zweite, also viel bewusster. Deshalb möchte ich euch heute einiges zum zweiten Teil erzählen. Und es gibt jede Menge Bibelstellen dazu. Ich möchte es an einer Stelle mal versuchen, konkret zu machen. Und das ist die Stelle vom Schalksknecht, so hat Luther ihn genannt, vom unbarmherzigen Knecht. Und ihr könnt gerne hier mitlesen, Matthäus 18. Ich habe mal die Luther-Übersetzung rausgenommen dafür. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihnen vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. 10.000 Zentner Silber, ein bisschen schwer zu übersetzen, sind etwa 100 Millionen Denare, 100 Millionen Tageslöhne. Musst also nur 100 Millionen Tage arbeiten mit einem Durchschnittseinkommen und dann hättest du es eigentlich verdient. Ja. Da er es nun nicht bezahlen konnte, wie überraschend, ja, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und zu zahlen. Da fiel der Knecht nieder und flehte ihn an und sprach, hab Geduld, 100 Millionen Tage, und ich will dir alles bezahlen. Also völlig sinnlos, dieses Versprechen, weil es ist völlig klar, also es geht hier um ein Einkommen, das weit über dem Einkommen von Königen aus der damaligen Zeit liegt. Also da gibt es nichts Geduld und Warten. Aber er sagt, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch.
Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig, also etwa 100 Tagelöhne. Und er packte und würgte ihn und sprach, bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, hab Geduld mit mir, ich will's dir bezahlen. Also 100 Tage könnte man ja wahrscheinlich warten, vielleicht auch 200. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Und natürlich ist das ein Gleichnis, in dem es ums Königreich geht. Also wo der König hier für Gott steht, der gnädig und barmherzig erlässt und der, dem es erlassen ist, setzt es danach nicht um und gibt die Vergebung nicht weiter. Ich habe euch mal eine Definition mitgebracht, was ich unter Vergebung verstehe. Und ich mag gerne mit euch ins Detail gehen. Vergebung ist der bewusste, freiwillige Verzicht auf rechtmäßige Ansprüche aus dem Verhalten bzw. Fehlverhalten einer anderen Person. Wenn jemand die Folien haben will, könnte sie gerne nachher haben, müsste nicht zwischendurch fotografieren, also wenn jemand möchte. Also Vergebung ist der bewusste, freiwillige Verzicht auf rechtmäßige Ansprüche aus dem Fehlverhalten einer anderen Person. Also erstmal fängt es immer beim anderen an. Ich fange mal von hinten an. Es geht also darum, dass in einer Beziehung, wie auch immer ich die habe, geschäftlich oder menschlich oder in irgendeiner Gemeinschaft, jemand anders an mir schuldig wird. Ob das jetzt aus einer Geschäftsbeziehung ist oder eben moralisch oder aus irgendeiner anderen Art und Weise, wird jemand an mir schuldig. Und aus dieser Schuld habe ich rechtmäßige Ansprüche. Was kann das sein? Das ist zum Beispiel der Anspruch auf Wiedergutmachung. Ja, also in unseren Tagen ist das alles gesetzlich geregelt. Wenn ich jemand was geliehen habe, dann habe ich einen Anspruch auf Rückzahlung. Wenn er das nicht macht, dann kann ich ihn verklagen und dann habe ich einen Anspruch auf Wiedergutmachung. Wenn mir jemand meinen Milchbecher runterschmeißt, ja, dann habe ich Anspruch auf Wiedergutmachung. Jetzt nicht unbedingt gegenüber dem Kind, aber gegenüber jemand anders, der mir was kaputt macht, gegen den habe ich einen rechtmäßigen Anspruch auf Wiedergutmachung. Das ist so und das ist uns auch allen auch, glaube ich, alltäglich völlig einsichtig. Es gibt auch einen Anspruch auf Bestrafung. Und zwar gesetzlich, also in Deutschland haben wir das dem Staat übertragen, da muss der Staatsanwalt dafür sorgen, dass bestraft wird. Aber es gibt einen moralischen und einen gesetzlichen Anspruch auf Strafe für Fehlverhalten. Es gibt auch einen Anspruch, und da sind wir jetzt sehr menschlich und persönlich, auf Anerkennung. Hey, du hast mir wehgetan und ich möchte wenigstens, dass du verstehst und einsiehst, dass du mir wehgetan hast. Ja, das ist ein sehr menschliches, total berechtigtes Bedürfnis. Und ich möchte dir das auch vorwerfen dürfen. Ja, das ist auch Teil eines rechtlichen Anspruchs, der entsteht, weil jemand anders an mir schuldig geworden ist. So, und jetzt wird's spannend. Vergebung ist der freiwillige, bewusste Verzicht auf genau das. Also Vergebung ist vieles nicht, was man auch denken könnte. Und ich habe euch eine lange Nicht-Liste mitgebracht. Aber bevor ich euch die zeige, wollte ich euch eine kurze Geschichte erzählen. Es ist schon einige Jahre her, aber das war meine tiefste Lektion zum Thema Vergebung. Wir sind vor gut 10 Jahren als Familie aufgebrochen von München nach Berlin, was ein ziemlicher Unterschied ist von Städten.
Wir haben damals mit einer befreundeten Familie ein großes Haus gekauft, umgebaut, wollten eine christliche Lebensgemeinschaft gründen, für Menschen da sein, die es einfach brauchen, ein offenes Haus haben. Und wir sind grandios gescheitert. Das hat schon nach wenigen Wochen angefangen, dass die Kommunikation schwierig wurde, dass wir nicht mehr zusammen beten konnten, dass da Vorwürfe im Raum waren. Und der Auslöser war zu einem guten Stück ich etwas ausgelöst habe in der Frau unserer Familie, mit denen wir das zusammen gekauft haben. Da waren tiefe Verletzungen aus ihrer Vaterbeziehung. Lange Rede, kurzer Sinn, sie hat mich nicht mehr ausgehalten. Es war unmöglich, mit mir in Kommunikation zu treten. Die Beziehung war ganz schnell ja einfach unmöglich. Und dadurch ist Schuld entstanden. Ja, also sicher habe ich da auch meinen Teil dran gehabt. Ich war sicher unvorsichtig, ich war zu anspruchsvoll, ich war vielleicht zu laut, zu aufbrausend und so weiter. Aber sie war eben auch an mir schuldig geworden. Verweigert Gespräch, hält sich nicht an Absprachen, war nicht zuverlässig. Viele Dinge haben einfach nicht mehr funktioniert. Das Problem an dieser Situation war, dass wir nicht mehr reden konnten. Das heißt, obwohl ich mich total ungerecht behandelt gefühlt habe, konnte ich nicht auf sie zugehen und sagen, hey, wo habe ich dich denn verletzt? Und ich mag dir mal zeigen, wo du mich verletzt hast. Und ich möchte hier eine Vergebung anbieten und dir vielleicht auch eine Vergebung aussprechen. Und natürlich habe ich ein Bedürfnis nach Versöhnung gehabt. Und genau das war nicht mehr möglich. Und das ging so weit, wir haben noch 2 Jahre versucht, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Am Ende sind wir im ungelösten Konflikt gegangen und weggezogen aus Berlin nach Iringen. Und es hat mich sehr beschäftigt, hat uns logischerweise beschäftigt, weil es ja ein großer Traum war auch, der da zerplatzt ist. Und wir hatten die Ebene nicht mehr, miteinander zu reden und zu klären. Und in dieser Zeit hat Gott mir sehr klar gemacht, was Vergebung eigentlich ist. Nämlich der freiwillige, bewusste Verzicht auf die Ansprüche, die ich gegen sie und gegen ihn aus dieser Zeit habe. Und das kann ich machen, allein von meiner Seite aus, ohne dass die andere Person involviert ist. Und das war sehr, sehr eindrücklich, weil wir konnten nicht mehr reden. Es war nicht möglich. Also, guten Tag und auf Wiedersehen, aber es war kein tiefes Gespräch mehr möglich. Und ich habe in dieser Zeit wirklich eine tiefe Lektion gelernt, was es heißt, wirklich zu vergeben. Und vielleicht, um das ein bisschen deutlicher zu machen, habe ich euch eine Liste mitgebracht, was Vergebung nicht ist. Vergebung ist nicht vergessen. Ja? Manchmal ist es viel leichter, einem Problem aus dem Weg zu gehen, das einen beschäftigt, das einen verletzt hat, indem man einfach versucht zu vergessen, die Zeit heilt alle Wunden. Nein, tut sie nicht. Also die Zeit hilft, über Dinge wegzukommen, aber sie heilt nicht alle Wunden. Vergebung ist die Grundlage für Heilen. Vergessen ist nicht vergeben. Da fehlt es bewusst drin. Vergebung ist auch nicht Verstehen, ist nicht Verständnis und schon gar nicht Einverständnis. Vergebung heißt nicht, ja klar, habe ich verstanden, du hast Verletzungen aus der Kindheit und so weiter, ich habe es verstanden, deshalb habe ich dir vergeben. Nein, Vergebung heißt, den Anspruch erstmal anzuerkennen, das Fehlverhalten tatsächlich zu sehen. Man kann schon verstehen, das hilft schon, aber Vergebung ist nochmal ein Schritt darüber hinaus.
Vergebung heißt auch nicht klein machen. Ist ja alles nicht so schlimm und ja, meine Güte, wir leben ja noch und es war keine körperliche Verletzung und im Prinzip sind wir doch alle gesund. Nein, es war Verletzung da und das Kleinmachen hilft nicht, die Schuld aus der Welt zu kriegen und hilft auch nicht, die Beziehung wiederherzustellen. Es hilft auch, also Vergebung ist nicht einfach nur so auf die Umstände zu gucken und zu sagen, naja, war ein Irrtum, hat sie nicht so gemeint und geht gar nicht drum. Geht gar nicht um die Absicht, wie es jemand gemeint hat. Also macht vielleicht nochmal einen Unterschied, wie es zu bewerten ist, ja, aber Vergebung ist nicht es einfach nur als Irrtum betrachten. Vergeben ist auch nicht aushalten, dulden. Ja, das ist unangenehm, aber im Prinzip sind wir doch gut unterwegs. Im Prinzip haben wir doch viel Gutes miteinander. Das bisschen die Schuld, ach Mensch, das halten wir aus. Ich glaube, Vergebung geht darüber hinaus. Vergeben ist auch nicht ignorieren. Ja, ich vergib dir es. Komm, schwamm drüber. Ja? Ich glaube, Vergebung ist was ganz Bewusstes. Vergebung ist auch nicht begnadigen. Also weil ich einer Person vergebe, habe ich nicht gesagt, du bist begnadigt und wirst nie wieder eine Strafe dafür kriegen. Das, Begnadigung und Bestrafung ist eine völlig andere Kategorie als Vergebung. Ich werde nachher noch die Bibelstelle euch zeigen. Vergebung, Rache, Zorn ist eine Sache des Herrn. Der Herr kann immer noch strafen, selbst wenn ich der Person vergeben habe. Und ich glaube, das ist wichtig, den Unterschied da zu sehen. Ja? Wir sind sehr wohl aufgefordert zu vergeben. Das heißt aber nicht, dass Gerechtigkeit nicht nachher doch noch stattfinden kann. Es ist nicht nur nicht mehr unser Problem dann. So, und zu guter Letzt, Vergebung ist nicht Versöhnung. Vergebung kann ein total sinnvoller Schritt sein auf dem Weg zur Versöhnung. Und ich glaube, Versöhnung ist was total Wertvolles. Und es ist super, wenn man es hinbekommt, nach so einer Verletzung, nach so einem Konflikt, nach einem Streit wieder in eine Versöhnung zu kommen. Aber Vergebung ist erstmal noch nicht Versöhnung und Versöhnung kommt nicht automatisch durch Vergebung. Das sind zwei Ebenen. Das eine ist, die Sache zwischen uns ist ein Rechtshandel, hat was mit den Ansprüchen gegenseitig zu tun und Versöhnung ist die Wiederherstellung einer Beziehung. Und ihr merkt schon, das geht tiefer. Das geht tiefer als, ja, ich vergib dir. Und ich glaube, es geht Gott genau darum. Es ist so einfach zu bitten, oh Gott, vergib mir. Also, ist nicht immer einfach. Aber ich glaube, wir sind es gewöhnt. Wir wünschen uns das. Ja? Wir brauchen die Vergebung. Aber es ist tatsächlich geistlich so, dass Gott von uns die gleiche Vergebung untereinander erwartet, einfordert, wie er sie an uns auch barmherzig tut. Also nochmal, Vergebung ist der bewusste, freiwillige Verzicht auf die rechtmäßigen Ansprüche, Wiedergutmachung und so weiter, aus dem Fehlverhalten einer anderen Person. Das hat verschiedene Dimensionen. Das ist zuallererst mal ein geistlicher Akt, dem danach so ein intellektueller, so ein Verstandesakt folgt und dem am Ende hoffentlich auch die Gefühle und dann die Basis für Beziehung folgt. Ich glaube aber, wenn man es jetzt versucht, nur theologisch zu fassen mit, wir müssen halt vergeben und sagen, die Gefühle haben nichts damit zu tun, ich glaube, dass wir dann zu kurz springen.
Ich glaube, dass es total Sinn macht, mal auf diese Punkte zu schauen und auch die Verletzung, auch die Enttäuschung, auch den Schmerz, den der andere mir zugefügt hat, anzuschauen und zu sagen, ja, das ist und bleibt Unrecht. Und indem ich dir vergebe, erkenne ich an, dass es Unrecht ist, dass ich daraus einen Anspruch habe, aber mein Teil ist nicht das Geschehene ungeschehen machen. Mein Teil ist, den Anspruch abzugeben. Mein Teil ist, loszulassen. Also das kann man sich vorstellen zwischen zwei Menschen wie so ein Seil. Diese Ansprüche, was der eine an mir getan hat und was ich dann an Ansprüchen an den anderen habe, ist wie ein Seil, an dem wir unser Leben lang festhalten können. Aber ich, der ich verletzt worden bin, kann das Seil loslassen, indem ich, hier sind wir, freiwillig und bewusst darauf verzichte, diese Ansprüche gegen den anderen zu haben. Ja, aber das ist ja ungerecht. Der hat mich ja nicht mal gebeten. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist. In dem Gleichnis bittet der Knecht gar nicht um Vergebung seiner Schuld. Der sagt ja, ich will's, hab nur Geduld. Er bittet um Geduld und Aushalten. Ich will es dir zurückzahlen. Er bittet gar nicht um Schuldenerlass. Also das Bitten um Vergebung ist gar nicht Teil, der notwendig ist, damit wir vergeben können. Also, hier sagt er, hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Aber der Herr hatte Erbarmen mit diesem Knecht. Darum geht's. Ja, das ist tatsächlich ungerecht und ich lasse diese Ungerechtigkeit stehen. Ich erkenne sie sogar an, ich kann sie sogar benennen, aber ich verzichte trotzdem auf den Anspruch. Das ist genau das, was der König hier macht. Ja? Er hat Erbarmen und aus dem Erbarmen heraus erlässt er dem Knecht die Schuld. So, das ganze Gleichnis steht im Kontext, komme ich jetzt noch kurz dazu. Und zwar geht es überhaupt um Verhalten von Menschen untereinander. Und der Petrus direkt vorher fragt Jesus, sag mal, wie ist denn das mit der Schuld? Also soll ich wirklich meinem Mitmenschen, wenn er an mir schuldig geworden ist, vergeben? Und wenn ja, wie oft? Echt 7-mal, wenn er kommt? Und ihr kennt es, Jesus sagt 7-mal? Nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Er hätte auch 700-mal 7-mal sagen können, weil es geht gar nicht um die Zahl. Und dann erklärt er es mit diesem Gleichnis. Darum gleicht das Himmelreich einem König und so weiter. Und ihr merkt, in dem Gleichnis geht es ja gar nicht um, jemand bittet mich um Vergebung, sondern es geht darum, was der Knecht, dem vergeben ist, an seinem Mitknecht nicht macht. Und so geht es weiter. Der Knecht wollte aber nicht, sondern er ging hin und warf den anderen, der ihm nur 100 Denare schuldete, ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als nun seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da befahl ihn sein Herr zu sich und sprach zu ihm, du böser Knecht, deine gesamte Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Also gebeten hast, nicht um den Schuldenerlass gebeten hat. Ich habe extra noch mal im Urtext nachgeschaut, da steht nur, weil du mich gebeten hast, geduldig zu sein. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde sehr zornig und überantwortete ihm den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. Also damit wird er nicht fertig. Und jetzt kommt der Hammersatz. Das Ganze ist ein Gleichnis, ist nur eine Geschichte.
Und jetzt sagt Jesus, aber das ist der Punkt für euch. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt an jeder seinem Bruder. Also das ist nicht nur die eine Stelle aus dem Vaterunser, die man vielleicht so interpretieren kann, sondern ich glaube, dass das ein Kern ist von Zusammenleben unter Christen. Ich würde sogar sagen, unter allen Menschen. Und wir haben das Privileg zu verstehen und selber erlebt zu haben, wie Vergebung funktioniert in der göttlichen Dimension an uns. Aber das ist unser Auftrag. So wird der Vater an euch tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt an jeder seinem Bruder. Und ich glaube jetzt nicht, dass es eine Drohung ist. Ja, also eine Drohung im Sinne von, oh, und wenn du es einmal nicht machst, dann hast du für immer verloren. Ja, das widerspricht ja wieder der himmlischen Gnade. Aber ich glaube, dass diese Ernsthaftigkeit hier drin liegt, dass es eben nicht nur eine Dimension ist, sondern vergib uns unsere Schuld, so wie wir auch unseren Schuldigern vergeben. Die Bibelstelle stimmt nicht, sorry, das ist Matthäus 12, ich habe die falsche Stelle drunter geschrieben. also es ist Matthäus 12, ich gucke gleich den genauen Vers noch raus. Eine Stelle, wo Jesus über das Zusammenleben der Christen in der Gemeinde schreibt und er sagt, Leute, vergelte niemand Böses mit Bösem, seid auf das Gute bedacht gegenüber jedermann. Und wenn es möglich ist, so viel an euch liegt, ja, dann habt mit allen Menschen Frieden. Jetzt kommt dieser Aspekt, den ich vorhin angesprochen habe, das ist nicht Begnadigung. Ja. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Und das ist ein Vers, der klingt so martialisch, ja, und es ist natürlich ein Zitat aus dem Alten Testament, 5. Mose. Aber für mich war das eine Erkenntnis, die mir Freiheit gegeben hat, mein Gerechtigkeitsempfinden zu bedienen. Ich gebe ja den anderen frei, obwohl er an mir schuldig geworden ist. Wie kann ich denn diesen Anspruch auf Bestrafung einfach abgeben? Also ich habe in meinem Gerechtigkeitsgefühl da ein Problem gehabt. Aber die Stelle hat mir mein Problem gelöst. Weil ich kann dir einfach sagen, Gott, du bist doch gerecht. Du weißt doch wirklich, was los ist. Du weißt doch wirklich, wie mit Schuld umzugehen ist. Ich befehle dir, diesen Menschen mit ihrer Missetat an deiner Gerechtigkeit. Du wirst gerecht damit umgehen. Die Rache ist mein, spricht der Herr. Wir sind überhaupt nicht beauftragt, zu rächen und zu strafen. Wir dürfen das abgeben. Und stattdessen dürfen wir das machen, was Jesus auch gemacht hat, nämlich Gnade üben. Wenn dein Feind hungert, dann gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Und wenn du das tust, dann wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Dann wirst du ihn beschämen. Das ist das Bild dafür. Dann wirst du zeigen, dass die Verhältnisse anders sind, dass ein gerechter Gott da ist. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Und ich glaube, das ist unser Auftrag. So wie wir wirklich Vergebung empfangen haben von Gott, so dürfen und müssen und sollen wir jeden Tag in unseren Beziehungen, in der Familie, mit unseren Mitmenschen, in der Gemeinde vergeben, nicht 7-mal, 70-mal, 7-mal, freiwillig und bewusst auf das verzichten, was uns eigentlich zusteht. So wie Jesus freiwillig und bewusst verzichtet hat auf das, was ihm eigentlich auf seiner himmlischen Position zusteht. Den Anspruch niederlegen und sagen, Gott, du richtest. Du bist meine Gerechtigkeit. Das ist, glaube ich, das, was wir zu tun haben, zu lernen haben in Bezug auf Vergebung.
Ich möchte mit uns beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du, bevor du irgendeine Forderung an uns hast, uns das Beispiel gegeben hast von Vergebung. Dass Jesus, der, obwohl er Gott war in Herrlichkeit, Mensch geworden ist und obwohl er frei von jeder Schuld und Sünde war, ans Kreuz gegangen ist und sein Leben aufgegeben hat für uns, damit wir Vergebung haben und Zugang zum Vater. Ich danke dir, dass du wie immer den ersten Schritt gemacht hast. Und ich danke dir für den Auftrag, den du damit verbunden hast, dass wir Beziehungen heilen können, dass wir selbst vergeben können, weil wir wissen, dass uns vergeben ist. Und ich bitte dich, dass du uns leitest in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, dass du uns jetzt klar machst, wo ist die Person, der wir noch vergeben müssen? Wo ist die Beziehung, die wir wieder aufrichten dürfen? Wo ist die Schuld oder der Anspruch, den wir haben, den wir vergeben dürfen aus dem Verständnis deiner Vergebung? Und ich bitte dich, dass du uns leitest durch diese Gefühle, durch das Verständnis, durch diese manchmal harten Schritte durch, wie wir da hinkommen, dass wir echte Vergebung aussprechen. Und ich danke dir für die Gnade, die damit verbunden ist, dass du dir wünschst, dass wir das Böse mit dem Guten überwinden. Und ich bitte dich, dass du jeden und jede einzelne von uns segnest auf dem Weg, gute Vergeber zu werden. Amen.